So, herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir befinden uns immer noch im Kaufrecht. Lassen Sie sich nicht ablenken von Evaluationsbögen, denn wir haben heute mal wieder ein spannendes Programm. Wir müssen zunächst mal wieder wiederholen, was wir letzte Stunde gemacht haben. Und dann machen wir weiter mit dem Gewährleistungsrecht, was für Sie alle hoffentlich sehr einfach ist, denn da wiederholen wir alles, was Sie schon mal gelernt haben, im Zusammenhang mit 280 folgende und 323 folgende. Das heißt, das sollten Sie dann schon alles perfekt beherrschen. So, schauen wir mal, wie viel von der letzten Stunde hängen geblieben ist. Wir haben letzte Stunde gesprochen über den Kaufvertrag und wir haben uns beschäftigt mit der Frage, welche Pflichten haben die Parteien, welche Pflichten treffen den Käufer und welche Pflichten treffen den Verkäufer. Und dazu habe ich diese einfache Kontrollfrage mir ausgedacht. Ja, schauen wir mal. Ja, ich habe letzte Stunde in der Tat gesagt, ein Kaufvertrag muss sich immer auf eine Sache beziehen. Das steht in § 433 Absatz 1 BGB. Was war nochmal eine Sache? Was habe ich dazu gesagt? Genau, § 90 BGB, alle körperlichen Gegenstände, also alles, was man anfassen kann. Gut, die zweite Aussage, die Pflicht des Käufers zur Abnahme der Kaufsache und des Verkäufers zur Übergabe und Übereignung stehen im Gegenseitigkeitsverhältnis. Das stimmt nicht. Welche Pflichten stehen im Gegenseitigkeitsverhältnis? Ja? Ja. In der Tat, der Käufer zahlt den Kaufpreis, um die Sache übergeben und übereignet zu bekommen, und der Verkäufer übergibt und übereignet, um den Kaufpreis zu bekommen. Der Verkäufer übergibt und übereignet nicht, damit ihm die Sache abgenommen wird. Der will die nicht loswerden, sondern er will vorrangig den Kaufpreis kriegen. Das heißt, im Normalfall ist die Abnahme keine Pflicht, die im Gegenseitigkeitsverhältnis steht. Nächste Aussage, der Käufer kann auf Abnahme der Sache verklagt werden. Ja, warum kann das sein? Warum kann ich klagen darauf, dass der Käufer die Sache abnimmt? Ja? So ist es. Nach 433 Absatz 2 ist die Abnahme eine echte Pflicht. Und wir haben gelernt, auf Leistungspflichten kann ich klagen. Sie erinnern sich, ganz am Anfang habe ich gesagt, Leistungspflichten kann ich immer einklagen. Ja, und die letzte Aussage, der Käufer kann nie in Annahmeverzug geraten, weil die Annahme eine Pflicht ist. Warum stimmt die Aussage nicht? Das erstaunt Sie jetzt. So ist es. Einerseits verletzt er sein eigenes Interesse, weil er die Sache nicht annimmt. Deshalb ist eine Obliegenheitsverletzung. Gleichzeitig verletzt er aber auch eine Pflicht, die im Interesse des anderen besteht. Nicht nur im eigenen, sondern im Fremden. Das kann gleichzeitig passieren. Er verletzt also eine Obliegenheit und eine Pflicht, ist also gleichzeitig im Gläubigerverzug und im Schuldnerverzug.
Ich habe im Forum schon ein Beispiel geschrieben, wo das eine Rolle spielen kann. Zum Beispiel, wenn Sie einen Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens haben, dann müssen Sie dafür eine Pflichtverletzung haben. Und die Pflichtverletzung kann nur ein Verstoß gegen 433.2 sein. Umgekehrt, wenn die Sache beim Schuldner zerstört wird, wenn die Sache beim Verkäufer zerstört wird, brauchen Sie eine Haftungsprivilegierung. Und die kann sich nur aus § 300 Absatz 1 BGB ergeben. Und das setzt Gläubigerverzug voraus. Das heißt, je nachdem, welche Hilfsnorm Sie brauchen, müssen Sie prüfen, ob Annahmeverzug oder Schuldnerverzug vorliegt. Sie müssen der Klausur nicht allgemein schreiben, er ist auch im Annahmeverzug und im Schuldnerverzug, das ist völlig egal. Sondern immer nur dann, wenn Sie einen Paragraphen finden, auf den es ankommt, müssen Sie dessen Voraussetzungen prüfen. So, dann haben wir im zweiten Teil der Veranstaltung gestern gesprochen über die Voraussetzungen von Gewährleistungsansprüchen, konkret über 434 und 435 BGB. Sie erinnern sich, da haben wir gestern drüber geredet, vor 24 Stunden ungefähr. So lange ist das schon her. Jetzt bewerten Sie mich alle ganz schlecht, weil ich hier böse Fragen stelle. Sehen Sie, dann bin ich traurig und bewerte ich Ihre Klausur schlecht. So. Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Sache bei Gefahrübergang nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Wo steht das? Ja? Genau. 434 Absatz 1 Satz 1. Was heißt hier nochmal Gefahrübergang? Wo finden wir was zum Gefahrübergang im BGB? Das habe ich gestern auch erklärt. Wann geht die Gefahr über? Paragraph 447 oder welcher andere Paragraph regelt auch Gefahrübergang? 446. Und welche drei Fälle des Gefahrübergangs haben wir kennengelernt? Zwei in 446, einer in 447. Wann geht die Gefahr über? Ja? Genau. 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 Also, wir haben drei Varianten. Variante 1 ist mit Übergabe an den Käufer. Sobald der Käufer die tatsächliche Sachherrschaft hat, sobald die Sache in den Händen hat, hat der Käufer die Gefahr. Zweitens, bei Annahmeverzug. Wenn der Käufer die Sache nicht annimmt, Sie kennen das, 293 folgende, dann geht in dem Moment, wo er hätte annehmen müssen, die Gefahr über und alles, was danach kommt, ist sein Problem. Und die dritte Variante ist 447. Wenn eine Schickschuld vereinbart worden ist, vom Ort des Verkäufers zum Ort des Käufers, geht die Gefahr über, wenn die Sache der Transportperson gegeben wird. Das haben wir auch schon mal gehabt, als wir uns beschäftigt haben mit der Konkretisierung bei 243. Auch da wurde gesagt, die Konkretisierung erfolgt mit Übergabe einer Sache an die Transportperson. Sie erinnern sich düster? Das ist die gleiche Gedanke wie in 447. So, was heißt denn jetzt Beschaffenheit? Hier steht, Beschaffenheit meint dasselbe wie Eigenschaften im Sinne von 119 Absatz 2 BGB. Das habe ich aber durchgestrichen. Ich kann Ihnen dazu ein ganz konkretes, brandaktuelles Beispiel geben. Der BGH hatte einen Fall zu entscheiden. Und die Geschichte war wie folgt. Es gab den Autobastler B. Und B hat sein Auto getuned, sodass es ungefähr doppelt so schnell fuhr, wie eigentlich vom Hersteller vorgesehen. Das hat er ein halbes Jahr lang gemacht.
Dann wollte er ein neues Auto haben und hat seine Tuningmaßnahmen wieder rückgängig gemacht. Hat also wieder am Motor rumgeschraubt, das Auto fuhr danach wieder normal. Danach hat der Bastler B sein Auto dem Gebrauchtwagenhändler V gegeben. Und der V hat das Auto weiterverkauft an K und hat dem K gesagt, ja, da sind jetzt noch 3 Jahre Herstellergarantie drauf, weil da halt noch 3 Jahre Herstellergarantie drauf waren. Das war ja ein halbes Jahr gerade mal alt. Das Auto hat dann irgendwie einen Schaden, wurde in die Herstellerwerkstatt gebracht und die stellten fest, da wurde am Motor rumgebastelt. Daraufhin guckten die in ihre AGB, da stand dann drin, die Garantie erlischt, wenn man am Motor rumbastelt. Und daraufhin gab es keine Garantie mehr auf dieses Auto. Ansonsten war das Auto aber völlig mangelfrei. Das Auto lief toll, der Schaden war halt irgendwie ein typischer Verschleißschaden, der mit der Zeit eingetreten ist. Und jetzt wollte der Käufer vom Vertrag zurücktreten, weil er gesagt hat, mir wurde gesagt, das Ding hat noch Herstellergarantie. In Wirklichkeit gibt es gar keine Herstellergarantie mehr, weil am Motor gebastelt ist. Und das Landgericht und das Oberlandesgericht haben gesagt, das ist wie eine Eigenschaft im Sinne von 119 Absatz 2 zu lesen. Hier geht es aber nicht um eine Eigenschaft des Autos, sondern um einen Vertrag mit dem Hersteller, dass der Hersteller eine Garantie übernimmt. Das ist keine Eigenschaft des Autos, das Auto ist ja okay. Deshalb könnte er nicht wegen Sachmangels zurücktreten. Und der BGH hat gesagt, nein, Beschaffenheit meint alles, was irgendwie im Zusammenhang mit der Sache steht. Wenn ich also sage, die Sache hat eine Herstellergarantie, dann ist das eine Beschaffenheit der Sache. Die Herstellergarantie ist genauso Beschaffenheit wie das Auto ist grün, das Auto hat 4 Räder oder das Auto ist ein Unfallwagen. Das ist eine Beschaffenheit. Beschaffenheit kann jede Angabe in Bezug auf die Sache oder ihre Eigenschaften zur Umwelt sein und geht damit weit über 119.2 hinaus. Also Beschaffenheit ist ein ganz weiter Begriff und erfasst alles, was in Bezug auf die Sache vereinbart werden kann. Wenn eine Montage geschuldet ist, ist dieser Teil nicht nach Kaufrecht zu behandeln, also der Teil der Montage. Warum stimmt diese Aussage nicht? Warum gehört die Montage auch mit zum Kaufvertrag? Ja? Genau. Also nach 434 Absatz 2 Satz 1 wird die Gewährleistung auch dann ausgelöst, wenn die Bauteile, die geliefert worden sind, zwar alle okay waren, aber die falsch vor Ort montiert werden. Auch dann greift kaufrechtliches Gewährleistungsrecht. Der Grund dafür ist, dass wir sagen, im Kaufvertrag kann ich auch weitere Pflichten vereinbaren. Zum Beispiel eine Pflicht zur Verpackung. Ich kann sagen, pack die Sachen bitte gut ein. Wenn ich eine Vase kaufe, möchte ich vielleicht, dass die in Watte eingepackt wird und nicht einfach so in eine lose Kiste verschickt wird. Oder verschick die Sache bitte mit einem versicherten Versand. Wenn ich irgendwie ein Kunstwerk verschicken will, soll das vielleicht nicht mit dem normalen DHL-Paket verschickt werden, sondern irgendwie in einem versicherten Luxuspaket. Das kann ich alles vereinbaren. Das sind Nebenleistungspflichten. Und eine solche Nebenleistungspflicht kann auch die Montage sein. Und damit ist sie eine Pflicht im Kaufvertrag. Das gehört zur Vertragsfreiheit, dass ich weitere Pflichten definieren kann. Und für diese Pflicht gilt dann ganz normal 434 folgende. Wenn die schlecht erfüllt ist, habe ich die Rechte aus dem Kaufvertrag. Das können Sie entnehmen dem 434 Absatz 2 Satz 1. Die Kollegin hat auch hingewiesen auf 434 Absatz 2 Satz 2, die sogenannte IKEA-Klausel. Und die Regelung sagt Ihnen, wenn Sie eine Sache kaufen, die Sie selber montieren müssen, wo also keiner kommt, der Ihnen aufbaut, und die Anleitung ist so, dass Sie die nicht verstehen können und deshalb die Sache schlecht aufbauen. Ihr Regal kippt und wackelt oder noch schlimmer, Ihr Regal beschädigt Ihre Wohnung. Dann können Sie den Verkäufer auf Schadensersatz genauso verklagen, als hätte er das Regal montiert, weil er ja schuld ist, dass Sie nicht richtig aufbauen konnten.
Wenn Sie dagegen schlauer sind als die Anleitung und es schaffen, ohne Anleitung richtig aufzubauen, haben Sie natürlich keinen Anspruch. Dann kriegen Sie bestenfalls eine neue Anleitung, aber das können Sie sich dann auch schenken. Wenn das Regal steht, brauchen Sie ja keine Anleitung mehr. So, nächste Aussage. Wenn eine zu geringe Menge geliefert wird, ist dies ein Sachmangel. Wo steht das? Genau, 434 Absatz 3 BGB. Und 434 Absatz 3 BGB sehen Sie recht deutlich, dass es eine Schlechtleistung ist. Aber wo haben wir ein Problem damit, wenn wir uns fragen, ob es eine Schlechtleistung oder eine Teilleistung ist? Wo taucht das nochmal auf? Ja? Ja, beim Rücktritt bei 323 Absatz 5 Satz 1 und 2 und an einer weiteren Stelle noch, wo es genauso ist wie beim Rücktritt, wo ist das? Ja? Genau, beim Schadensersatz statt der ganzen Leistung nach 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Das läuft immer parallel. Nur noch mal zur Wiederholung. Was heißt denn Schadensersatz statt der ganzen Leistung? Wir haben Schadensersatz statt der Leistung gehabt, Schadensersatz unabhängig von der Leistung und jetzt haben wir hier Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Was soll das denn heißen? Ja? Hervorragend beschrieben. Ich möchte nicht nur für den kaputten oder fehlenden Teil Geld haben, sondern auch für den Teil, den ich schon bekommen habe und der möglicherweise sogar fehlerfrei ist. Und wenn Sie gucken, das können Sie 281 Absatz 5 entnehmen. 281 Absatz 5 sagt nämlich, wenn Sie Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen, dann müssen Sie auch den noch funktionierenden und bereits erhaltenen Teil an den Gläubiger zurückgeben. Wenn Sie also sagen, ich möchte nicht nur den kaputten Reifen repariert haben, sondern das ganze Auto zurückgeben, kriegen Sie Schadensersatz für das komplette Auto nur unter den Voraussetzungen von 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Schadensersatz für den Reifen bekommen Sie dagegen einfach nur nach Fristsetzung. Ja, und jetzt zurück zu der Frage. Wir haben eben gesehen, 434 Absatz 3 BGB sagt Ihnen, eine zu geringe Menge ist ein Sachmangel. Und warum spielt das jetzt eine Rolle für 323 Absatz 5 beziehungsweise für 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3 BGB? Ja. Wenn wir diese Norm nicht hätten, dann würde 281 Absatz 1 Satz 2 alleine gelten. Das bedeutet, der Gläubiger müsste entweder keine Interesse an Teilleistung haben oder die Pflichtverletzung müsste erheblich sein. Und hier brauchen wir das nicht, sondern es reicht einfach nur, wenn wir die Pflichtung, dann haben wir den Sachmangel. Und dann können wir in Verbindung mit 437 Nummer 3 direkt Schadensersatz statt der ganzen Leistung. Ist das so, dass wir nach 437 Nummer 3 direkt Schadensersatz statt der ganzen Leistung kriegen? Ja, das hat schon was mit Satz 2 und Satz 3 zu tun. Was hat das mit Satz 2 und Satz 3 zu tun? Ja? Also, wenn man jetzt Satz 2 anwendet, also es gibt ja
Genau. Der Unterschied ist, wenn wir annehmen, dass hier eine Schlechtleistung vorliegt. Und eine Schlechtleistung könnte deshalb vorliegen, weil 433 Absatz 1 Satz 2 sagt, die Leistung muss frei von Sach- und Rechtsmängeln sein. Und 434 Absatz 3 sagt, ein Sachmangel liegt bereits dann vor, wenn eine zu geringe Menge geliefert wird. Dann können wir sagen, es ist eine Schlechtleistung. Wenn eine Schlechtleistung vorliegt, sind wir bei 281 Absatz 1 Satz 3 und da steht drin, hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, also nicht nach 433 Absatz 1 Satz 2 sachmangelfrei, also nach 434 Absatz 3 in einer zu geringen Menge, so kann der Gläubiger Schadensersatz der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. Also kann der Käufer Schadensersatz der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn der Verkäufer beweist, dass die Abweichung unerheblich ist. Er muss also sagen, ach komm, das sind doch Peanuts, im Allgemeinen kümmert das keinen. Du hast 10 Millionen Kilo Zement bestellt, hast 99.000 bekommen, das ist doch okay. Das ist nicht unerheblich. Der Schaden oder die Pflichtverletzung? Die Pflichtverletzung. Die Abweichung von dem, was normal ist. Also Sie müssen gucken, ist im konkreten Fall die Abweichung, sagen wir mal hier in der Menge, so, dass der Verkehr sagen würde, das ist doch schon erheblich. Um ein Beispiel zu geben, wenn Sie eine Milchtüte kaufen, wo drauf steht 1 Liter und es sind 0,999 Liter drin, dann würde jeder von normalen Menschen sagen, na komm, 0,001 Milliliter bleiben eh irgendwo hängen. Beim Ausschütten, die kannst du eh nicht trinken. Das heißt, das ist unproblematisch. Wenn es 0,9 wären oder 0,8 wären, würde man sagen, das ist schon ein ganzes Glas voll. Das kann nicht sein. Das wäre erheblich. Das heißt, bei Minimalabweichung würde man sagen, das ist unerheblich. Demgegenüber, wenn Sie eine Teilleistung haben, sagt das BGB, kommt es einfach darauf an, ob das, was er bekommen hat, für ihn ein Interesse hat. Ob er sagt, okay, ich habe persönlich ein Interesse an diesem Teil. Und er muss nachweisen, dass er kein Interesse daran hat. Er muss also sagen, diese Flaschen genügen mir nicht. Oder diese Menge Milch genügt mir nicht. Das heißt, es hat ein erheblicher Unterschied. Im einen Fall muss der Verkäufer beweisen, das ist hier irrelevant, das ist im konkreten Geschäftsverkehr komplett unproblematisch. Kleinere Abweichungen sind immer drin. Im anderen Fall muss der Käufer nachweisen, diese Menge ist für mich wertlos. Sie sehen also, es gibt einen Unterschied, je nachdem, ob Sie es als Teilleistung oder als Schlechtleistung ansehen. Und jetzt die Frage, ist es eine Teilleistung oder eine Schlechtleistung? Die Antwort lautet, das wissen wir nicht. Die einen sagen so und die anderen sagen anders. Gibt es eine richtige Lösung? Nein, es gibt keine richtige Lösung. Gibt es eine Lösung, die ich besser finde? Nein, gibt es nicht. Gibt es eine Lösung, die der BGH besser findet? Nein, gibt es nicht. Gibt es eine herrschende Meinung? Nein, gibt es nicht. Gibt es eine Lösung, die wir in der Klausur vertreten sollen? Ja, Sie können jede Lösung vertreten, die Sie vertreten wollen. Sie müssen nur sagen, man kann es so sehen oder man kann es so sehen. Für die eine Lösung spricht, dass die Norm relativ klar sagt, dass es eine Schlechtleistung sein soll. Und wenn es eine Schlechtleistung sein soll, dann muss man es auch immer durchhalten. Für die andere Ansicht spricht, dass das Gesetz sich wohl einen Gedanken gemacht hat, den es gesagt hat, bei der Teilleistung soll der Gläubiger beweisen, dass er an dem erbrachten Teil kein Interesse hat, während bei der Schlechtleistung der Schuldner beweisen muss, dass das Ganze unerheblich ist. Und diese Abwägung würde unterlaufen, wenn man hier einfach alles dem Verkäufer zuweist. Es gibt also für beide Ansichten ein Argument und Sie können sich für eine entscheiden, welche ist Ihre Sache. Es gibt keine richtige und keine falsche. Sie kriegen mit beiden Ansichten 18 Punkte. Toll, so einfach ist Jura. Sehen Sie, Sie müssen keine Ansichten können. So,
Wir haben gestern aufgehört mit 437 und ich habe Ihnen gesagt, 437 führt zu Normen, die Sie schon kennen. Im BGB haben wir nämlich schon gehabt, 280 folgende für Schadensersatz, 323 folgende als Rücktrittsgründe und 311a Absatz 2 für die anfängliche Unmöglichkeit. Und alles, was hier passiert, ist, es wird eine Stufe dazwischen geschoben. Das sehen Sie hier, 439, 438, 440, 443, 444. Und dann kommt wieder alles, was Sie hatten. Nur unten steht noch drin zusätzlich 441. Das heißt, alles, was Sie hatten, kommt wieder. Und von diesen Normen, die hier zwischenstehen, hatten wir einige schon, wenn Sie mal gucken. Wir haben nämlich gesprochen über die Gewährleistungsausschlüsse. Und da haben wir die wichtigsten dieser Normen aus der Liste schon besprochen. Das heißt, das sollte Ihnen hoffentlich alles bekannt vorkommen. Gehen wir den 437 mal einfach durch. 437 hat, wenn Sie reingucken, drei Nummern. Und Nummer 1 sagt Ihnen, Sie können verlangen Nacherfüllung. Nacherfüllung klingt schon so ein bisschen wie Erfüllung. Sie erinnern sich düster, 362. Und Nacherfüllung heißt die zweite Erfüllung. Und das Gesetz sagt Ihnen, der Anspruch auf Erfüllung ändert sich im Moment des Gefahrübergangs. Es ist zwar nicht richtig erfüllt worden, aber er verändert sich. Und er wird automatisch zu einem Anspruch auf Nacherfüllung. Das heißt, nachdem Sie die Sache bekommen haben, auch wenn sie schlecht ist, können Sie nicht einfach normal nach BGB AT und Schuldrecht AT weitermachen, sondern Sie müssen nach 439 sich entscheiden, ob Sie entweder die Sache zurückgeben wollen und eine andere bekommen, also Sie sagen, dieses Buchexemplar gefällt mir nicht, ich gebe das zurück und bekomme ein anderes, oder, zweite Variante, ob Sie das Buch behalten wollen, aber der Verkäufer das für Sie reparieren soll, die Seite einheften soll, zum Beispiel, die fehlt. Sie haben also ein Wahlrecht, entweder behalten oder austauschen. Ja? Das heißt Nacherfüllung. Sie haben die Entscheidung als Käufer und erst dann, wenn Sie sich entschieden haben, erst in dem Moment, kann der Verkäufer was tun. Der Verkäufer kann nicht seinerseits sagen, komm, hier kriegst du ein anderes Exemplar. Sie haben immer noch die Entscheidung, was Sie tun wollen. Die entliegt allein bei Ihnen. Das ist ein praktisches Problem, denn die Nacherfüllung tritt an die Stelle der Erfüllung im Hinblick auf die Kaufpreiszahlungspflicht. Das heißt, während ursprünglich Übergabe und Übereignung geschuldet war, ist jetzt Nacherfüllung geschuldet. Also statt Übergabe und Übereignung ist jetzt Nacherfüllung geschuldet. Der Käufer kann also sagen, ich zahle dir erst den Kaufpreis, wenn du Nacherfüllung gemacht hast. Und solange zahle ich nichts. Er muss nicht zahlen, bevor er nicht eine mangelfreie Sache hat. Spielt natürlich nur eine Rolle, wenn der Käufer nicht ohnehin schon vorgezahlt hat. Und das Problem ist jetzt, solange der Käufer nicht gesagt hat, ob er Reparatur will oder Nachlieferung, kann der Verkäufer nichts tun. Der Verkäufer kann nicht liefern. Der Verkäufer darf nicht übergeben und übereignen, weil er könnte ja reparieren müssen. Umgekehrt darf er nicht reparieren, weil reparieren darf er nur, wenn er die Sache des Käufers kriegt. Das heißt, der Verkäufer ist handlungsunfähig und der Käufer kann die Zahlung verweigern. Das ist die Folge der Nacherfüllung. Praktisch kann der Verkäufer das Problem nur lösen, indem er den Käufer verklagt auf Zahlung. Und dann muss der Käufer sich bis zum Urteil entscheiden, was er will, sonst wird er einfach so auf Zahlung verurteilt. Einen anderen Weg hat der Verkäufer nicht, der müsste also vor Gericht ziehen. Der zweite wichtige Unterschied ist, der Anspruch verjährt anders. Wenn Sie eine Sache kaufen, dann können Sie bis zu 3 Jahre zum Jahresende den Verkäufer verklagen. Wenn Sie also heute was bestellen im Internet und das wird dieses Jahr nicht geliefert und nächstes Jahr nicht geliefert, dann haben Sie bis zum Ende des übernächsten Jahres Zeit,
Also bis zum 31.12.2019. Bis dahin haben Sie Zeit, das einzuklagen. Ja? Also 3 volle Jahre plus den Rest des laufenden Jahres noch dazu. Diese Verjährungsfrist wird radikal verkürzt in 438. Ab dem Moment, wo Sie die Sache bekommen haben, haben Sie ab diesem Tag nur noch 2 Jahre. Das kann für Sie gut sein. Wenn Sie es am Ende der 3 Jahre bekommen, kommen nochmal 2 Jahre obendrauf. Dann haben Sie also danach nochmal 2 Jahre. Wenn Sie es sofort in die Hand kriegen nach Abschluss des Kaufvertrages, haben Sie nie die 3 Jahre gehabt, sondern effektiv nur 2. Es wird also verkürzt. Letzte Aussage. Zur Lieferung gehört normalerweise einfach nur, dass man es bei Ihnen vor die Haustür stellt. Zur Nacherfüllung und zur Nachlieferung gehört auch, dass eine Sache, die Sie installiert haben, zum Beispiel wenn Sie Tapeten gekauft haben oder Fliesen oder Farbe, dass die alte Farbe abgekratzt wird und dann die neue Farbe direkt angebracht wird auf Kosten des Verkäufers. Also Sie haben die Fliesen verlegt, die Fliesen sind mangelhaft, dann kommt der Verkäufer, baut Ihre alten Fliesen aus und verlegt auf seine Kosten neue Fliesen in Ihrer Wohnung. Das war bei der Erfüllung nicht geschuldet, die Nacherfüllung ist also mehr gegenüber der Erfüllung. Ja? Kürzere Verjährung, aber Sie kriegen dafür mehr geboten, auch wenn das nicht geschuldet war. So, die Nacherfüllung ist sehr wichtig, weil, wenn Sie mal ins Gesetz schauen, dann haben wir immer gesehen in 323 Absatz 1 und in 281 Absatz 1 steht jeweils drin, dass der Gläubiger eine Frist zur Leistung, und jetzt kommt das Wichtige, oder Nacherfüllung bestimmen muss. Das heißt, in 281 steht drin, man muss eine Frist zur Nacherfüllung bestimmen und in 323 steht drin, man muss eine Frist zur Nacherfüllung bestimmen. Viele komische, schlechte Examenskandidaten schreiben sowas wie, es gibt ein Recht zur zweiten Andienung, das ist alles ganz wichtig, das ist alles Humbug. Das steht alles im Gesetz drin. Im Gesetz steht drin, Sie müssen eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Subsumieren Sie einfach unter das Gesetz und nicht unter irgendwelche Voodoo-Hoodoo-Sprüche. Ja? Jura hat nichts mit Beten zu tun, Jura hat was damit zu tun, dass Sie mit dem Gesetz arbeiten. Das Gesetz sagt, Sie müssen eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Und das steht drin in 323 und 281 und für alle anderen Normen brauchen Sie das auch nicht, sondern nur da, wo es drin steht. So einfach ist Jura. So, diese Normen sagen, Sie müssen eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen. Allerdings brauchen Sie natürlich keine Frist, wenn die Erfüllung ohnehin unmöglich ist. Zum Beispiel, wenn Sie einen Gebrauchtwagen gekauft haben und der Verkäufer Ihnen gesagt hat, der ist auf jeden Fall unfallfrei, der hat noch nie einen Unfall gehabt. Ja, sagt er Ihnen. Dann gehen Sie mit zur Werkstatt und die sagt, er hat aber total Schaden gehabt, die haben es auch gut restauriert, aber eigentlich ist es voll der Unfallwagen. Dann kann der Verkäufer tun, was er will, aus einem Unfallwagen kann man keinen unfallfreien Wagen machen. Das heißt, die Nacherfüllung ist unmöglich. Sie können ihn nicht reparieren und Sie können auch kein Ersatzauto liefern, weil ein Gebrauchtwagen ist einmalig. Es gibt diesen Gebrauchtwagen nicht irgendwo nochmal. Also ist die Nacherfüllung unmöglich. Also brauchen Sie auch keine Fristsetzung. Jetzt sagen Sie, das müssen wir alles auswendig lernen. Nein, weil wir haben gelernt, sowohl 281 als auch 323 setzen voraus, dass überhaupt eine Leistungspflicht besteht. Und wir haben gelernt, Leistungspflichten bestehen nicht nach 275 Absatz 1, wenn die Erfüllung unmöglich ist. Da gibt es gar keine Pflicht und ohne Pflicht bekanntlich auch keine Verletzung nach 281. Deshalb haben wir für die Fälle der Unmöglichkeit auch eigene Normen, nämlich wonach kriege ich Schadensersatz statt der Leistung, wenn die Pflichterfüllung unmöglich ist?
Genau, nach 283. Und wonach kann ich zurücktreten, wenn die Pflichterfüllung unmöglich ist? Ja? Genau, 326 Absatz 5. Also wir haben Sondernormen, die genau dieses Problem lösen. Das heißt, da brauche ich keine Pflicht, keine Fristversetzung, weil ich habe hier Sondernormen, die das Ganze eigens regeln. Zweite Fallgruppe, die können Sie noch nicht kennen. 439 Absatz 3 in Verbindung mit 275 Absatz 2 Absatz 3. Die Nacherfüllung ist für den Verkäufer unzumutbar. Und zwar entweder, weil sie mit einem völlig überhöhten Aufwand verbunden wäre, der volkswirtschaftlich unsinnig wäre, oder weil sie ihn persönlich so sehr belasten würde, weil er irgendwie sich um sein krankes Kind kümmern müsste oder weil er gegen seine moralischen Vorstellungen verstößt. In diesem Fall kann ebenfalls 283 und 326.5 angewendet werden, denn die Leistungspflicht erlischt dann auch ein Leistungsverweigerungsrecht. Sie erinnern sich, 275.2 und 3 führen auch dazu. Vor diesem Hintergrund mögen Sie sich fragen, welchen Sinn hat denn dann noch der 439.3 pur? Denn wenn Sie den lesen, steht da drin, gucken wir mal rein, der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet zu 75.2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Die Antwort ist, wir brauchen hier in anderer Weise bei 75.2 kein grobes Missverhältnis, sondern wir brauchen nur unverhältnismäßige Kosten. Das heißt, wir vergleichen die Kosten der Nacherfüllung mit dem erwarteten Nutzen. Und wenn die Kosten größer sind, dann kann er die Nacherfüllung verweigern und kann dann sagen, ich möchte stattdessen nachliefern oder entsprechend nachbessern. Der Sinn dahinter ist, zum Beispiel, wenn da ein kleiner Kratzer drauf ist, dann wird er sagen, die Lieferung einer neuen Sache ist unverhältnismäßig viel aufwendiger, als einmal drüber zu lackieren. Also nehmen wir die billigere Lackierung. Das ist unverhältnismäßig, hier Nacherfüllung zu verlangen. Dann gibt es weiterhin die Überlegung, dass wir sagen, wir brauchen dann keine Fristsetzung, wenn wir eine Verweigerung haben des Verkäufers. Wenn der Verkäufer also sagt, ich repariere das nicht, oder wenn der Verkäufer schon zweimal versucht hat zu reparieren, das steht ausdrücklich in 440. Außer in den Fällen des 81.2 und 323.2 bedarf es einer Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß 439.3 verweigert oder die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder unzumutbar ist. Die Idee dahinter ist, wenn Ihr Händler schon dreimal am Auto rumgeschraubt hat, sollen Sie irgendwann auch mal Ruhe haben und er soll nicht beliebig lange das Ganze wiederholen dürfen, denn sonst können Sie immer sagen, in der Fristsetzung ist was passiert, also müsste eine neue Frist gesetzt werden. Das heißt, zwei Versuche hat er und beim dritten Versuch muss es gefälligst klappen, sonst haben Sie dann ein Rücktrittsrecht. Dann gibt es noch die Überlegung, dass der Käufer irgendwann auch mal sein Recht verwirkt hat. Und zwar folgende Überlegung: Wenn der Käufer den Verkäufer auffordert zu reparieren und der Verkäufer kommt und der Verkäufer steht vor verschlossenen Türen. Oder der Verkäufer sagt, ich würde ja gerne nacherfüllen, entscheide dich aber erstmal, ob du Nachlieferung oder Nachbesserung willst und der Käufer sagt ihm das nicht. Dann soll der Verkäufer irgendwann auch mal seine Ruhe haben und sagen können, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es von mir maximal noch Minderung, aber keine Nachlieferung und Nachbesserung. Und das wird hergeleitet aus einer Analogie zu 323.6. Wenn also der Käufer das selber schuld ist, dann ist der Verkäufer auch aus seiner Pflicht entlassen. So, wann darf man zurücktreten? Wenn die Behebung des Mangels möglich ist, geht das ganz normal nach 323.1.
Das sehen Sie in 437 Nummer 2. Da steht nämlich drin, nach den 440,323 von dem Vertrag zurücktreten. Dann müssen Sie also ganz normal die Voraussetzungen von 323 prüfen. Und wenn die vorliegen, kommen Sie zu 346 folgende. Sie erinnern sich düster, da muss dann die Sache zurückgegeben werden, es müssen Nutzungen erstattet werden, es müssen schuldhaft nicht gezogene Nutzungen ersetzt werden, es müssen Aufwendungen ersetzt werden, das haben wir alles gehabt. Ja? Das ist die Rechtsfolge. Wenn der Mangel nicht behebbar war, Sie erinnern sich an unseren Unfallwagen, dann gilt nach 275, gibt es keine Pflicht mehr zur Nacherfüllung, aber nach 326.5 können Sie trotzdem zurücktreten und die Rechtsfolge davon ist wieder die gleiche. Auch da sind Sie wieder bei 346 folgende. All das ist für Sie hoffentlich nichts Neues. Sie prüfen also genau dasselbe, was wir schon vor einem Monat gemacht haben. Also immer wieder dasselbe im Schuldrecht. Sie müssen allerdings beim Rücktritt immer auch den 323 Absatz 5 Satz 2 beachten. Wenn der Mangel unerheblich ist, können Sie nicht zurücktreten. Wenn also es um kleine Fitzeligkeiten geht und Sie sagen, das Auto hat irgendwie ein zu lautes Radio, können Sie jetzt nämlich das ganze Auto zurückgeben. Wenn Ihr Navi eine falsche Sprachausgabe hat und nuschelt, können Sie nicht sagen, dann möchte ich das ganze Auto nicht haben, weil das Auto sonst fährt. Wir haben gesehen, zu wenig Lieferung ist umstritten. Da gibt es zwei Meinungen und Sie können sich für einen der beiden entscheiden. Hier steht herrschende Meinung 323.5 Satz 2, Argument 434.3. Ob das die herrschende Meinung ist, weiß man nicht. Wie gesagt, ungefähr 50-50 und es gibt auch keine wirklich Killer-Argumente, die die jeweilige Ansicht widerlegen würden. Und 323.6 können Sie auch mal daran denken, wenn der Käufer selber schuld ist an dem Mangel, dann kann er nicht zurücktreten. Typischer Fall ist halt, das Auto macht komische Geräusche beim Fahren und der Käufer fährt trotzdem einmal quer durch Deutschland über die Autobahn. Danach explodiert das Auto und ist komplett verbrannt. Dann kann man sagen, ist möglicherweise der Käufer allein verantwortlich für die Zerstörung des Autos und darf deshalb nicht mehr zurücktreten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir schon mal bei 326 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz uns angesehen haben, der Minderung. Mathematik Leistungskurs. Wir werden das jetzt an drei Rechenbeispielen durchprobieren, bis Sie das verstanden haben. Also, wenn Sie sich den 441 mal angucken, diese Formel brauchen Sie nicht unbedingt aufzuschreiben, weil die steht da im Gesetz drin. Ja? In der Klausur müssen Sie in der Lage sein, diese Formel aus dem Wortlaut des Gesetzes herzuleiten. Also gucken wir uns statt der Formel mal erstmal das Gesetz an. 441 Absatz 3. Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, zu welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Ja? Wenn wir sagen, der wirkliche Wert steht im Verhältnis zum Wert in mangelfreiem Zustand, können wir sagen, entspricht das dem Verhältnis des geminderten Kaufpreises zum vereinbarten Kaufpreis. Jetzt sind Sie ganz verwirrt. Stellen wir uns das mit Zahlen vor. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto gekauft und Sie haben für dieses Auto 10.000 Euro bezahlt. Dann ist der vereinbarte Kaufpreis 10.000. Das Auto wäre, wenn es so gewesen wäre, wie sich alle es vorgestellt haben, in Wirklichkeit 5.000 Euro wert gewesen. Das wäre der wirkliche Wert gewesen. Sie hätten also zu viel bezahlt und der Verkäufer hätte sich gefreut. Jetzt hat das Auto aber einen Mangel und das Auto hat statt einem Wert von 5.000 einen wirklichen Wert von 2.500.
Ja? Dann wären also unsere Werte 2500 stehen zu 5000, wie ein unbekannter Wert x zu 10.000. Ja? Nochmal, 2500 zu 5000 wie x zu 10.000. Das können wir umformen. Sie haben das hoffentlich gelernt. Sie können dann nämlich multiplizieren. Sie können diesen Wert darüber multiplizieren. Sie können also die 10.000 vereinbarten Kaufpreis auf die linke Seite ziehen. Dann müssen Sie also rechnen, 2500 mal 10.000 geteilt durch 5.000 gleich gesuchter Wert x. Also müssen wir jetzt was rechnen? Irgendwie hat es keiner aufgepasst. Also, wir müssen rechnen, 10.000 mal 2.500 geteilt durch 5.000. Da sind wir noch einverstanden? Ja? Jetzt? Nein. 10.000 mal 2.500 geteilt durch 5.000. Jetzt haben wir ganz viele Nullen da stehen. Wir können erstmal hingehen und drei Nullen von unten wegstreichen und drei Nullen von oben wegstreichen. Dann haben wir was da stehen? 2,5 mal 10 durch 5. Ja, was kommt da raus? Ja, also wir haben oben stehen 10.000 mal 2,5 und unten 5. Und wenn wir das ausrechnen, kommen da raus 5. Also ist der geminderte Kaufpreis 5.000. Das heißt, wie viel bekommen Sie zurück von Ihren 10.000? 5.000 Euro. Gut, das war jetzt ein einfacher Fall. Ja, das haben Sie jetzt verstanden. Jetzt passen Sie auf, es steigt um die Schwierigkeit. Sehen Sie, die ersten gehen schon. Ja? Aber ist es nicht wahrscheinlich, dass der wirkliche Wert der vereinbarten Kaufpreis ähnlich ist? Nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn Sie VWL gelernt hätten, würden Sie wissen, ganz im Allgemeinen, Menschen handeln, um Gewinne zu machen. Das heißt, der Käufer wird versuchen, ein Geschäft abzuschließen, wo er ein Schnäppchen macht. Der Verkäufer wird versuchen, den Käufer um den Tisch zu ziehen und ihm Sachen, die wenig wert sind, für viel Geld zu verkaufen. Wenn der Verkäufer keinen Gewinn machen würde, würde er das Geschäft nicht betreiben. Wenn der Käufer keinen Gewinn erwarten würde, würde er das Geschäft auch nicht machen. Das Problem an der Sache ist, wir bemessen hier nicht den subjektiven Wert, wie viel die Sache für den Käufer wert ist. Wenn Sie eine Flasche Wasser kaufen in der Wüste, ist die Flasche Wasser für Sie viel Geld wert. Trotzdem mag die Flasche Wasser in der Herstellung nur ein paar Cent kosten. Das heißt, wir messen hier den objektiven Marktwert und der weicht im Regelfall erheblich von dem ab, was die Parteien vereinbaren. Anderes Beispiel. Sagen wir, wir haben unseren Gebrauchtwagen. Der Gebrauchtwagen, der einen Marktwert von 5.000 hat. Und Sie zahlen auch genau 5.000 dafür. Und nun stellt sich heraus, er war mangelhaft und hat tatsächlich nur einen Wert von 2.500. Was liefert uns dann unsere tolle Formel hier? Ja, in der Tat, dann haben wir hier nämlich Wert in mangelfreiem Zustand ist 5.000, vereinbarter Kaufpreis ist 5.000, die kürzen sich weg, es bleibt also nur noch der wirkliche Wert stehen und wir haben 2.500 ist dann der geschuldete Kaufpreis. Ja? Noch ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben es geschafft, den Verkäufer übers Ohr zu hauen. Und
Sie haben für das Auto, was objektiv 5.000 wert ist, nur 2.500 bezahlt. Ja? 5.000 ist das Auto wert, Sie haben nur 2.500 bezahlt. Und nun stellt sich heraus, das Auto war auch nur 2.500 wert, weil es einen Mangel hat, der bei Vertrag nicht vorhergesehen war. Was kommt dann bei unserer Formel raus? Das Auto ist jetzt genauso viel wert, wie die dafür bezahlt haben. Wenn wir sagen, ist das wunderbar. Aber was sagt uns unsere Formel? 1250. Ja, unsere Formel sagt uns 1250. Das heißt, auch hier kriegen Sie wieder die Hälfte Ihres Kaufpreises zurück. Also Sie sehen vielleicht ein gewisses Muster. Wenn Sie ein Geschäft gemacht haben, was ohnehin so gestaltet war, dass Sie mehr für die Sache zahlen, haben Sie am Ende immer noch mehr für die Sache bezahlt. Wenn Sie ein Geschäft gemacht haben, was für Sie günstig ist, bleibt es für Sie günstig, es wird sogar noch günstiger. Ja? Und wenn Sie genau den Wert bezahlt haben, bleibt es auch dabei, dass Sie genau den Wert bezahlen, den die Sache hat. Der Sinn der Regelung ist also, dass Sie den Gewinn der einen oder der anderen Partei aufrechterhält, auch wenn die Sache sich verschiebt. Der Gewinn bleibt, auch wenn es nach oben und unten geht. Das Ganze klingt total einfach, weil ich es nur mit 10.000, 2.500 gemacht habe. Es können der Klausur aber auch Beträge kommen von 6.500 oder von 3.250 und dann ist es nicht ganz so einfach zu rechnen. Das Hauptproblem ist aber weniger das Rechnen, das kann man machen, das ist nämlich eine schlichte Division und Sie haben in alle der Schule gelernt, wie man dividiert, hoffe ich. Das Hauptproblem dabei ist es, vom Gesetzeswortlaut auf diese Formel zu kommen. Sie müssen auf diese Formel kommen. Danach ist das alles ganz einfach. Sobald Sie die Formel haben, ist das im Schlaf zu erledigen. Also überlegen Sie sich, wie kommen Sie vom Gesetzeswortlaut zu dieser Formel. Wenn Sie das hinkriegen, ist die Sache gelaufen. Für die Rückzahlung sagt Ihnen 441 Absatz 4 Satz 2, dass die Rückzahlung erfolgt nach Bereicherungsrecht. Das heißt, 346 Absatz 1 findet Anwendung. Insbesondere sind also Zinsen zurückzuerstatten. Wenn der Verkäufer in der Zeit das Geld verzinst angelegt hat, muss er dem Käufer die gewonnenen Zinsen ersetzen. Und 347 Absatz 1, er muss auch schuldhaft nicht gezogene Zinsen ersetzen. Also das sollten Sie sich auch noch merken, das geht nach Rücktrittsrecht. Ja, damit sind wir dann schon bei Ihrer liebsten Rechtsfolge, nämlich beim Schadensersatz 280 folgende. Die einfachste Variante ist der Schadensersatz neben der Leistung wegen Folgeschäden. Sie haben Hundefutter gekauft, das Hundefutter war gammelig, und Ihr Hund kriegt davon Durchfall und scheißt Ihnen die Wohnung voll. Ja? Dann müssen Sie jemanden beauftragen, der die Hundescheiße wegmacht und das kriegen Sie vom Hundefutterhersteller ersetzt. Das ist Schadensersatz neben der Leistung und dafür brauchen Sie keine weiteren Voraussetzungen, außer dass die Sache mangelhaft war. Die Pflichtverletzung besteht darin, dass er eine mangelhafte Sache geliefert hat. Das vertreten müssen, wird vermutet nach 280 Absatz 1 Satz 2 und daher muss der Hundefutterverkäufer Ihnen die Reinigung Ihrer Wohnung bezahlen. Für Schadensersatz statt der Leistung haben wir aber gelernt, gibt es besondere Regelungen in 280.3 in Verbindung mit 281, 82 und 83. 282 hat hier gar nichts verloren, weil 437 gilt nur für mangelhafte Leistungen und mangelhafte Leistungen sind Leistungspflichtverletzungen. Das heißt, es geht nicht um 282 und der Unterschied zwischen 281 und 283 ist offensichtlich, wenn ich den Mangel beheben kann, das heißt, wenn ich sozusagen die Sache reparieren kann oder eine andere liefern kann, dann muss ich dazu eine Frist setzen nach 281. Und wenn die Frist abläuft,
kann ich danach statt der Leistung Schadensersatz verlangen, also zum Beispiel den Wertverlust oder Reparaturkosten oder Ähnliches. Wenn die Reparatur praktisch unmöglich ist, kommt es darauf an, ob das von Anfang an der Fall war. Wenn das schon bei Vertragsschluss unmöglich war, dann greift 311a Absatz 2. Sie erinnern sich düster, ich habe gesagt, wenn die Pflicht nie erfüllt werden konnte, entsteht keine Pflicht. Und wenn keine Pflicht entsteht, kann ich auch keine Pflicht verletzen. Deshalb gibt es hier 311a Absatz 2 als Sonderregel. Wenn das dagegen zumindest für eine Sekunde nach Vertragsschluss möglich gewesen wäre, die Leistung mangelfrei zu erbringen, dann greift 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 1, 3, 2 und 83 und Sie kriegen danach Schadensersatz. Bei 280 gibt es eigentlich keine Besonderheiten. Bei der Pflichtverletzung können Sie darauf abstellen, entweder dass ein Mangel bei Gefahrübergang vorlag, das heißt im Sinne von 433 Absatz 1 Satz 2 BGB, Verletzung einer Leistungspflicht, oder Sie können darauf abstellen, dass die Pflicht aus 437 Nummer 1 439 BGB nicht oder nicht vertragsgemäß erfüllt wurde. Im Vertreten müssen Sie regelmäßig in Klausuren etwas mehr schreiben, denn wenn der Verkäufer nicht eigene Sachen verkauft, sondern einfach nur weiterverkauft, was er ja darf, dann gilt, dass er keine Untersuchungspflicht hat. Wenn Sie also beim Mediamarkt einen Fernseher kaufen, können Sie damit nicht rechnen, dass Mediamarkt Dinge auspackt und einschaltet und guckt, ob sie funktionieren. Die Dinger werden vom Hersteller an Mediamarkt geliefert und Mediamarkt liefert die originalverpackt an Sie. Das heißt, Mediamarkt hat keine Chance herauszufinden, dass die Sache kaputt ist. Damit auch keinen vertreten müssen. Der Hersteller oder Lieferant ist auch kein Erfüllungsgehilfe des Verkäufers. Das heißt, Sony ist nicht der Erfüllungsgehilfe von Mediamarkt bei der Übergabe und Übereignung. Die Übergabe und Übereignung ist nur die Sache von Mediamarkt und die anderen arbeiten im Vorfeld. Die Strafrechtler würden sagen, reine Vorbereitungsmaßnahme, noch kein unmittelbares Ansetzen. Es genügt auch nicht, wenn ein Beschaffungsrisiko vorliegt. Wenn Mediamarkt Ihnen also sagt, wir bestellen Ihnen einen Fernseher, also wir beschaffen Ihnen den Sony Plasma XYZ, das ist immer noch kein Grund dafür, dass die für Mängel unbegrenzt haften wollen. Die wollen nur dafür haften, dass sie den Fernseher überhaupt beschaffen. Wenn der Fernseher schlecht ist, können die ja trotzdem nichts für, weil die haben ihn ja nie eingeschaltet. Einzige Ausnahme ist, wenn der Verkäufer eine Garantie übernimmt. Das kommt sehr selten vor. Damit ist gemeint, der Mann bei Mediamarkt sagt, wenn der Fernseher nicht läuft, dann zahlen wir Ihnen Ihr Geld zurück. Wenn der Ihnen das sagt, dann haben Sie eine Garantie des Verkäufers. Es geht nicht um die Garantie vom Hersteller. Wenn Sie so einen Fernseher kaufen, haben Sie üblicherweise so eine Garantiekarte dabei. Oder wenn Sie ein Handy kaufen, haben Sie dann eine Garantiekarte. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Verkäufer Ihnen sagt, wenn es nicht läuft, dann reparieren wir es kostenlos. Oder wenn es nicht läuft, ersetzen wir Ihnen alle Schäden. Das wird er nicht sagen, kann ich Ihnen gleich sagen. Das kommt selten vor. Aber theoretisch ist das eine denkbare Gestaltung. Garantien haben also mehrere Bedeutungen. Garantie haben wir zunächst mal gehabt in 276 und Garantie im Sinne von 276 heißt, jemand sagt, ich will auf Schadensersatz haften, auch wenn es nicht auf Vorsatz oder Falschheit beruht. Ich will auf jeden Fall haften. Wenn ein Schaden eintritt, will ich dafür haften. Das sagen Menschen nur, wenn sie 100% sicher sind, dass der Schaden nicht passieren kann. Das heißt, im Grunde ist eine Wette, ich wette, da kann nichts passieren. Und das BGB sagt, wer das behauptet, der muss dann auch haften, wenn trotzdem was passiert. Also jeder kann Ihnen was versprechen, wenn er das tut, sein Problem. Ich habe Ihnen auch gesagt, weil das keiner tut, sind solche Garantien sehr selten und Sie müssen die Erklärungen auslegen. Wenn also jemand irgendwie was dahin redet, dürfen Sie nicht gleich eine Garantie annehmen. Menschen labern viel,
versprechen ihnen alles Mögliche, die wollen aber nicht unbedingt für alle Schäden verschuldensunabhängig haften. Das heißt, das ist eine Ausnahme, seien Sie da sehr vorsichtig. Dann haben wir das, was im BGB im Kaufrecht geregelt ist. Wir haben geregelt nämlich in 443 und 477 Garantien. Garantien sind hier eigene Verträge. Zum Beispiel das, was der Hersteller Ihnen liefert. Der sagt Ihnen, wir reparieren Ihnen die Kamera 3 Jahre lang kostenlos, wenn die kaputt gehen sollte. Oder wenn Sie hier die tollen Markenklamotten haben, wo dann draufsteht, lebenslange Haltbarkeitsgarantie. Wenn der Reißverschluss in meinem Eastpak-Rucksack kaputt geht, dann kann ich ihn nach Eastpak einschicken und die schicken mir dann einen reparierten Rucksack zurück. Behaupten die. Habe ich noch nie versucht, aber man könnte es ja mal versuchen. Das sind Garantien. Das sind Nebenverträge zum Kaufvertrag. Das ist ein eigener Anspruch, der hat nichts mit 280 zu tun. Da sehen Sie auch, wenn Sie in 443 lesen, da steht nämlich drin, die Garantie gibt die Rechte, die in der Garantie vereinbart worden sind. Sie können also in der Garantie reinschreiben, Sie kriegen 10 Euro, wenn was passiert, Sie können reinschreiben, wir reparieren, wenn was passiert, Sie können reinschreiben, wenn Sie einen Rucksack auf den Mond tragen, dann kriegen Sie von uns 100 Euro, alles können Sie da reinschreiben. Das ist eine völlig freie Vereinbarung und die kann vereinbart werden, den Verkäufer, den Hersteller oder durch einen sonstigen Dritten. Das heißt, auch der Garantiepartner muss nicht der Verkäufer sein. Es kann also jeder kommen und sagen, wenn du das kaufst, dann garantiere ich dir, du wirst damit glücklich sein und wenn nicht, kriegst du morgen ein Eis von mir. Ja? Also wenn Sie sich ein BGB kaufen, garantiere ich Ihnen, Sie werden glücklich sein und wenn nicht, gebe ich Ihnen morgen ein Eis aus. Das ist ein Garantieversprechen und wenn es dann nicht passiert, kriegen Sie morgen ein Eis. Sehen Sie, das geht. Das BGB unterscheidet in 443 in Absatz 1 und Absatz 2 auch noch die normale Beschaffenheitsgarantie von der Haltbarkeitsgarantie. Haltbarkeitsgarantie meint, dieses Ding hält mindestens 5 Jahre. Ja, das hat man bei Kleidung manchmal, das hat man bei Nahrung üblicherweise, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese Milch kann man trinken bis dann und dann. Das sind Garantien. Wenn man die nicht einhält, hat man halt die Rechte aus der Garantie. Und wir haben schon gesprochen über Beschaffenheitsvereinbarungen in 434 Absatz 1. Die haben einfach nur zur Folge, wenn die Beschaffenheitsvereinbarung nicht eingehalten ist, kann ich Nacherfüllung verlangen. Ich kann also verlangen, dass die Sache nachgeliefert oder repariert wird. Ich habe keinen Anspruch auf Schadensersatz, außer ich habe zusätzlich vertreten müssen. Das heißt, eine Pflichtverletzung hätte ich, aber keinen vertreten müssen. Also merken Sie sich, Garantien und Gewährleistung sind was Verschiedenes. Garantien sind separate Verträge und was in der Garantie drinsteht, hängt vom Einzelfall ab. Jetzt kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema, Schadensersatz statt und neben der Leistung. Statt und neben der Leistung, erste Frage, was kommt in den Obersatz? Bei statt der Leistung wird der Obersatz untragbar lang. Sie müssen nämlich reinschreiben, 437 Nummer 3, 280 Absatz 1, Absatz 3, 281, beziehungsweise bei nachträglicher Unmöglichkeit, 437 Nummer 3, 280 Absatz 1, Absatz 3, 283, oder bei anfänglicher Unmöglichkeit 437 Nummer 3, 311 Absatz 2. Das ist kurz. Sehen Sie? Das heißt, bei Schadensersatz neben der Leistung fällt das Ganze weg. Da steht dann einfach nur 437 Nummer 3, 280 1. Die Normenkette wird also länger. Erster Unterschied. Zweiter Unterschied, bei statt der Leistung muss grundsätzlich eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt werden. Ergibt sich aus 281 Absatz 1. Ausnahme ist natürlich bei 283 und 311a Absatz 2, wenn es unmöglich war. Zweite Ausnahme ist 281 Absatz 2, wenn es verweigert worden ist oder besondere Umstände vorliegen. Und dritte Ausnahme ist 440, wenn es
für den Verkäufer unverhältnismäßig wäre, für den Käufer unzumutbar wäre oder fehlgeschlagen ist, insbesondere zweimal schon gescheitert ist. Dann haben wir gelernt, grundsätzlich bei Schadensersatz neben der Leistung kann ich Naturalrestitution verlangen. Ich kann also verlangen, dass mir der ausgeschlagene Zahn wieder eingesetzt wird. Ich kann verlangen, dass meine zerrissenen Klamotten wieder genäht werden. Ich kann verlangen, dass mein Laptop wieder repariert wird. Bei Schadensersatz statt der Leistung kriege ich für den Teil, der statt der Leistung ist, nur Geld. Das heißt, bei Schadensersatz der Leistung immer nur 251. Bei 284 Aufwendungen bekomme ich nur ersetzt anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung. Das heißt, ich muss auch die Voraussetzungen vorher für statt der Leistung geprüft haben. Und schließlich 281 Absatz 4, entweder die Reparatur oder Schaden statt der Reparatur. Das heißt, wenn ich das Geld bekommen habe, kann ich die Reparatur nicht mehr verlangen. Wenn ich Reparatur bekommen habe, kann ich kein Geld mehr verlangen. Gut, das waren die Unterschiede. Was sollte man noch wissen? Die wichtigsten Abgrenzungsfälle. Die Kosten für die Reparatur der Sache sind immer statt der Leistung. Die Kosten für einen entgangenen Weiterverkaufserlös ist ebenfalls immer statt der Leistung. Die Kosten für einen Kauf eines Ersatzgegenstandes ist auch immer statt der Leistung. Demgegenüber sind Schäden an anderen Gegenständen, zum Beispiel Ihrer Wohnung, Ihrem Körper, Ihrem Hund, immer neben der Leistung, weil das nicht die Leistung war. Problematisch sind nur zwei Fälle. Fall 1 ist die vorübergehende Bedarfsdeckung. Sie erinnern sich an den Fall, wo ich Ihnen gesagt habe, Sie erwarten das Gerät zum 1.1. und Sie kriegen es erst am 1.2. und mieten sich für den kompletten Monat Januar ein Ersatzgerät. Dann ist die Frage, ob die Ersatzmiete statt oder neben der Leistung ist. Und die Ersatzmiete ist immer ein Fall von Schadensersatz neben der Leistung, also ohne Fristsetzung. Wenn Sie dagegen sich ein Ersatzgerät kaufen, haben Sie den Bedarf endgültig gedeckt und das ersetzt die gekaufte Sache, also haben Sie Schadensersatz statt der Leistung. Zweiter Problemfall ist Unmöglichkeit. Bei Unmöglichkeit ist der Test ganz einfach. Sie fragen sich, wäre der Schaden auch bei Leistung vor Unmöglichkeit eingetreten, dann ist es neben der Leistung. Wäre dagegen bei unterstellter Leistung eine Sekunde vor Unmöglichkeit der Schaden entfallen, ist es statt der Leistung. Und weil einer von Ihnen das im Forum so verwirrend fand mit Frau Dauner-Lieb und sonst was, es gibt einen Meinungsstreit im Hinblick auf den Nutzungsausfall. Und zwar für den Fall, bis zu dem Zeitpunkt, dass die Sache geliefert werden sollte. Sagen wir, Sie wollen, dass Ihnen zu Ihrem Geburtstag, nein, mal anders, Sie möchten gerne, dass Ihnen bis zum 1. März ein BGB geliefert wird, weil Sie wollen das gerne für die Vorlesung haben. Es kommt aber nicht am 1. März, nicht am 2. März, nicht am 3. März, nicht am 4. März und so weiter. Und Sie haben dadurch Nutzungsausfallschäden, weil Sie nicht Ihrem Nebenjob in der Kanzlei nachgehen können, wo Sie ein BGB dringend für bräuchten. Dann kriegen Sie diese Schäden bis zu dem Moment, wo das Buch kommt, unstreitig nur nach 280 Absatz 1, Absatz 2, 286, also als Verzögerungsschaden, das heißt grundsätzlich ab Mahnung oder ab Leistungstermin. Ja? Was anderes gilt aber, wenn Ihnen ein BGB geliefert wird und es fehlen einfach 20 Seiten da drin. In diesem Fall wird Ihnen der Kanzlei auch gesagt, Sie können da nicht arbeiten, Sie haben auch einen Verdienstausfall. Aber hier sind wir nicht mehr in 280 folgende, sondern wir sind bei 437 BGB. Und jetzt gucken wir mal alle in 437 rein.
Ja, gucken Sie da mal gründlich rein. Und da in die Nummer 3, dann sehen Sie, die Nummer 3 verweist auf 280, 281, 283 und 311a. Es fehlt aber, welcher Paragraph, den wir bräuchten für unsere Verzögerungsschäden? Zu 86. Der steht in der Liste nicht drin. Jetzt können wir ein wesentliches Gegenargument dagegen bringen, nämlich zu 86 ist die einzige Norm, die keine Anspruchsgrundlage ist. Zu 80 ist eine Anspruchsgrundlage, zu 81 ist eine Anspruchsgrundlage und zu 83 ist eine Anspruchsgrundlage. Zu 86 ist aber eine reine Hilfsnorm. Zudem, wenn Sie sich die Norm angucken, verweist die durchaus auf den 280 komplett. Nicht nur auf 280 Absatz 1 und Absatz 3, sondern auf 280 insgesamt. Dass das Gesetz das auch anders kann, sehen Sie in der Nummer 2, denn die verweist nur auf 326 Absatz 5 und nicht auf den kompletten 326. Das heißt, wenn das Gesetz meint, dass nur Absatz 1 und Absatz 3 gemeint sein sollen, könnte es auch schreiben Absatz 1 und Absatz 3. Es verweist auf die komplette Norm und damit auch auf Absatz 2. Das heißt, der Wortlaut des Gesetzes ist schlecht und blöd formuliert. Fragen wir uns, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Und der Sinn des 286 ist, dass der Verkäufer nochmal erinnert wird, dass er doch gefälligst leisten soll. Eine Erinnerung ist grundsätzlich keine schlechte Idee, damit der Verkäufer weiß, oh, die Sache ist schlecht, dann muss ich wohl nacherfüllen. Ohne Erinnerung würde er gar nicht auf die Idee kommen, dass er was tun müsste. Andererseits ist der Verkäufer ja selber schuld. Wenn er was Schlechtes liefert, dann muss er auch damit rechnen, dass irgendwelche Schäden entstehen. Insoweit sagen die meisten Leute, ist das halt Pech für den Verkäufer. Er muss nicht mehr besonders erinnert werden, das heißt, es braucht keine Mahnung. Zudem wird darauf hingewiesen, 286 Absatz 2 Nummer 1 sagt ja, im Hinblick auf den ersten Fall hier oben kann ich auf die Mahnung dann verzichten, wenn ich von vornherein einen Termin vereinbare. Wenn der aber zu dem Termin einfach irgendwelchen Schrott liefern würde, würde er aus der Haftung rauskommen und das kann doch wohl nicht sein. Deshalb gibt es diesen Meinungsstreit und die eine Meinung sagt, es findet zu 80 Absatz 1 pur Anwendung und die Gegenansicht sagt, es findet 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 in Verbindung mit 286 Anwendung. Welche Ansicht ist richtig? Hier kann ich Ihnen jetzt sagen, es gibt eine ganz klare herrschende Meinung. Die ganz klare herrschende Meinung sagt, 286 findet keine Anwendung. Es geht unmittelbar über 280 Absatz 1. Die Interessen des Verkäufers will die herrschende Meinung berücksichtigen über 254 und sagt, wenn der Käufer nicht rechtzeitig informiert, dann ist der Käufer selber schuld, dass der Schaden vergrößert wird und nach 254 Absatz 2 ist er zur Schadensminderung verpflichtet. Das heißt, der Käufer ist dann selber schuld. Sie können in der Klausur aber auch die Gegenansicht vertreten, die ist nicht schlechter oder dümmer. Ich vertrete in den Musterlösungen mal die eine, mal die andere Lösung, damit Sie sehen, es ist beides richtig, weil Sie immer denken, es gäbe nur eine Lösung. Sie können jede Lösung vertreten und jede Lösung kriegt 18 Punkte. Sie glauben mir das nicht, aber es ist so. Und Sie müssen auch nicht versuchen herauszufinden, was meine Meinung ist. Meine Meinung ist völlig neutral. Sie werden es auch sehen, ich habe eine Lösung in die eine Richtung und eine Lösung in die andere Richtung. Beide Lösungen sind vertretbar. Die herrschende Meinung hat offenbar mehr Leute überzeugt. Aber ob sie überzeugt, ist dann Ihre persönliche Frage, ob Sie sagen, die sind toll oder ob Sie sagen, doch nicht. Ja, dann habe ich Ihnen noch gesagt, nach dem Rücktritt, bis Sie einen Ersatz beschafft haben, das ist immer Schadensersatz statt der Leistung. Nach der Rücktrittserklärung ist Feierabend. So, dazu noch ein paar kurze Fälle. K kauft einen Joghurt bei V. Der Joghurt ist verfault. Nachdem K den Joghurt gegessen hat, wird er krank. K möchte nun von V Ersatz der Behandlungskosten für die Lebensmittelvergiftung.
Was ist die Anspruchsgrundlage dafür? Ja gut, 280 Absatz 1, das ist war immer schön. Ja, also in der Tat, die Anspruchsgrundlage ist 437 Nummer 1 in Verbindung mit 280 Absatz 1. Die Überlegung ist folgendes. Der V darf noch immer einen Ersatzjoghurt liefern. Warum darf er das, frage sich jetzt. Ganz einfach, 437 Nummer 1, 439, der K hat einen Anspruch auf Lieferung eines mangelfreien, nicht vergammelten Joghurts. Aber selbst wenn der V jetzt noch einen mangelfreien Ersatzjoghurt liefert, ändert es nichts daran, dass der K bereits im Krankenhaus liegt. Das heißt, der Schaden ist bereits eingetreten und wird nicht durch die Leistung ersetzt. Wenn die Leistung erfolgt, bleibt der Schaden bestehen. Also ist die Anspruchsgrundlage 280 Absatz 1, 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 Absatz 1. Zweiter Fall. Der K kauft bei V ein Regal. Das Regal ist instabil. Daher holt sich K den Schreiner X, der das Regal stabilisiert. K möchte von V Ersatz der Kosten für die Beauftragung des X. Was ist die Anspruchsgrundlage für den Ersatz dieser Kosten? Ja. Ja, es wäre 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 BGB. Warum? Nun, der V kann das Regal jetzt nicht mehr reparieren, aber er konnte es zuletzt reparieren, bevor X die Reparatur vorgenommen hat. Hätte er zu diesem Zeitpunkt das Regal repariert, wäre gar kein X beauftragt worden. Das heißt, das Geld wäre nie verwendet worden, der Schaden wäre nicht eingetreten. Also ersetzt die Zahlung genau die geschuldete Leistung, nämlich die Lieferung eines mangelfreien Regals. Also statt der Leistung und damit nur den Voraussetzungen von 280, 1, 3, 281. Nächster Fall. K bestellt bei V 1000 Liter Heizöl zum 01.09.2014, die er an seine Kunden weiterverkaufen will. V liefert unbrauchbares Heizöl. Der K beschafft sich Heizöl bei X, das er an seine Kunden weiterveräußert. Diese Kosten, also die Beschaffung des Heizöls bei X, verlangt er von V ersetzt. Statt der Leistung oder neben der Leistung? Was ist die Anspruchskette? Ja? Ja, in der Tat. 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 BGB. Warum ist das so? Auch hier wieder, es ist ein relatives Fixgeschäft, daher kann der V noch immer Heizöl liefern, auch heute noch. Würde er jetzt mangelfreies Heizöl liefern, hätte K zweimal Heizöl, nämlich einmal das Heizöl, was V noch liefert,
und einmal das, was er bei X bestellt hat. Müsste aber nur einmal an V bezahlen. Daher, zu 81 Absatz 4, kann er nur entweder das Heizöl von V annehmen oder von V Ersatz des Heizöls von X verlangen. Er kann nicht gleichzeitig verlangen, dass V das Heizöl bei X bezahlt und noch zusätzlich eigenes Heizöl liefert. Daher ist es statt der Leistung. Jetzt kommt ein schwieriger Fall. Der K bestellt bei V eine Zapfanlage für seine Dorfkneipe, die er am Freitag eröffnen will. Die am Donnerstag gelieferte Zapfanlage ist jedoch defekt. Daher kann K kein Bier servieren. Ihm entgeht ein Gewinn von 5.000 Euro. Und unsere Frage wieder, was ist die Anspruchsgrundlage? Ja. Genau. Also das ist genau der Meinungsfall, den wir eben hatten. Es ist entweder 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 Absatz 1 BGB oder nach der anderen Ansicht 437 Nummer 3 in Verbindung mit 280 Absatz 1 Absatz 2 286 BGB. Und die Überlegung dahinter ist folgendes: Der V kann immer noch eine Zapfanlage liefern. Würde er jetzt eine mangelfreie Zapfanlage liefern, hätte der K immer noch den Verdienstausfall, das heißt, es würde nichts mehr daran ändern. Also ist es neben der Leistung. Ob es eine Verzögerung ist, hängt davon ab, ob Sie sagen, dass der 280 Absatz 2 vom Verweis überhaupt umfasst ist. Wenn er vom Verweis umfasst ist, liegt eine verspätete Erbringung der geschuldeten Leistung vor und Sie haben dann auch danach einen Anspruch. Gibt es auch im Rahmen von 437.3 Verzögerungsschäden? Hier nochmal die Argumente, damit Sie sehen, beide Ansichten sind gleich vertretbar. Diejenigen, die sagen ja, sagen 280.2 steht auch in 280 drin und 437.3 verweist auf den kompletten und nicht nur auf einzelne Absätze. Zweites Argument, 286 ist auch keine Anspruchsgrundlage, daher muss der nicht ausdrücklich in der Liste aufgeführt sein. Denn 281, 283 und 284 sind alle eigene Anspruchsgrundlagen. Drittes Argument, die Mahnung sei sinnvoll, damit der Verkäufer weiß, dass er überhaupt was tun muss. Der Verkäufer weiß ja gar nicht, dass die Sache mangelhaft ist. Und schließlich, nach 433 Absatz 1 Satz 2 setzt die Leistung auch gerade die Mangelhaftigkeit voraus. Das heißt, bis eine mangelfreie Leistung vorliegt, ist hier noch gar nicht geleistet worden, das heißt, die Leistung ist verzögert. Die Gegenansicht sagt, steht nicht drin in 437 zu 86. Zweitens, der Verkäufer hat sich selbst gemahnt. Für die Fälle, wo der Verkäufer schutzwürdig ist, kann man dem Käufer ein Risiko nach 54.2 anlasten. Er muss die Schadensminderung betreiben und sich frühzeitig um Reparatur bemühen. Wenn er das nicht tut, hat er ohnehin keinen Ersatzanspruch. Und die Differenzierung zwischen Folgeschäden und Verzögerungsschäden sei unnötig kompliziert. Und wir wollen es für die Studenten einfach machen. Und deshalb ist die linke Ansicht die schwierigere. Daher sollte man 286 hier nicht anwenden. Das sind die tollen Argumente. Suchen Sie sich welche aus. Beide Ansichten sind vertretbar. Ja, was passiert, wenn der Käufer die Sache selbst repariert? Im Werkvertragsrecht wäre das kein Problem. Das Werkvertragsrecht sieht vor, nach Fristsetzung kann der Käufer selber reparieren und Ersatz der hierzu getätigten Aufwendungen verlangen. Im Kaufvertragsrecht gibt es die Regelung nicht. Dass das gewollt ist, sehen Sie darin, 437 ist fast wörtlich identisch mit der entsprechenden Norm aus dem Werkvertragsrecht in 634. 634 enthält genau eine Nummer mehr. Und eine zusätzliche Nummer spricht dafür, der Gesetzgeber hat die absichtlich weggelassen. Weil er das absichtlich weggelassen hat,
sind auch die meisten anderen Regelungen gesperrt, namentlich die Geschäftsführung ohne Auftrag und es bleibt nur Schadensersatz. Schadensersatz setzt aber immer voraus, vertreten müssen und der Verkäufer hat, wie wir gesehen haben, nur das zu vertreten, was er selber wissen konnte. Wenn er nur fremde Sachen verkauft, kann er das nie als Schadensersatz leisten. Zudem gibt es eine Mindermeinung. Die Mindermeinung ist kompliziert. Die Mindermeinung sagt nämlich, das müssen Sie in den letzten 2 Minuten sich noch merken, der Anspruch auf die Nacherfüllung nach 437 Nummer 1, 439 ist unmöglich. Warum? Weil der Käufer ja selber repariert hat. Danach kann der Verkäufer nichts mehr tun. Und wir haben alle gelernt, grundsätzlich führt das dazu, dass die Gegenleistung trotzdem bestehen bleibt, denn wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit verursacht hat, muss er trotzdem bezahlen. 326 Absatz 2 Satz 1. Aber, sagt diese Ansicht, im allgemeinen Schuldrecht haben wir auch einen 326 Absatz 2 Satz 2 und der sagt, der Verkäufer muss sich die ersparten Aufwendungen anrechnen lassen. Wenn also durch die Reparatur durch den Käufer der Verkäufer eigenen Aufwand spart, weil er seine eigenen Mitarbeiter nicht beschäftigen muss, seine eigene Werkstatt nicht benutzen muss, dann soll er sich diese Aufwendungen anrechnen lassen. Das würde gelten im allgemeinen Schuldrecht, findet hier aber keine Anwendung wegen 326 Absatz 1 Satz 2 BGB, wo drin steht, bei der Unmöglichkeit der Nacherfüllung gilt 326 nicht. Soweit noch verstanden? Und jetzt kommt diese tolle Ansicht und sagt, das hat der Gesetzgeber aber falsch gemacht. Sehen Sie, die ersten gehen jetzt schon. Das hat der Gesetzgeber falsch gemacht und er hat das deshalb falsch gemacht, weil er die Ausnahme nur auf den Absatz 1 beziehen wollte, aber nicht auf den Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2. Und deshalb wendet diese Ansicht 326 Absatz 2 Satz 2 BGB analog an auf die Reparatur durch den Käufer. Das heißt, wenn der Käufer selber repariert, kann er vom Verkäufer nicht Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, aber er kann verlangen, dass der Verkäufer ihm das zahlt, was der Verkäufer dadurch gespart hat. Wenn der Verkäufer also gesagt hätte, okay, mich hätte das so und so viel Euro gekostet, muss er das, was er dadurch gespart hat, dem Käufer erstatten. Die herrschende Meinung sagt, das ist völliger Quatsch, weil der Gesetzgeber hat hier ausdrücklich reingeschrieben, 326 gilt insgesamt nicht im Kaufrecht, also nicht im Rahmen von Nacherfüllung. 326 Absatz 1 Satz 2 und diese Analogie sei völlig sinnwidrig. Wenn der Gesetzgeber es gewollt hätte, hätte er es auch regeln können. Da es nicht getan hat, ist das keine planwidrige Regelungslücke, sondern einfach nur eine Gerechtigkeitslösung und Juristen arbeiten nicht gerecht, sondern sie arbeiten mit dem Gesetz. So, wir sehen uns dann am Donnerstag und machen dann weiter mit dem Kaufrecht.